So, ah, jetzt sitze ich auch hier, ja. Hallo, hier ist die Rosa Alexandra, die größte Drecksau im deutschsprachigen Europa. Und heute habe ich einen Gast hier. Gräfin Paula von Portin. Die Gräfin Paula von Portin, ja. Und die Gräfin Paula von Portin hat hier gesagt, Mensch Rosa, ich bin so ein großer Fan von dir, ja. Ich kaufe alles, was das Herz begehrt, zum Beispiel Rotkäppchen-Sekt oder hier Berliner Luft, ja, und bring es dann dir vorbei hier zu einem Picknick am Hermannplatz in der Hasenheide, ja, wo viele Menschen zu Gast sind, alle Kulturen vereint, ja, in der Hoffnung, dass sie unser Video hier kulturell bereichern, ja. Gräfin Paula von Portin, erzähl doch mal was aus deinem Leben. Ja? Was hast du bis jetzt so gemacht? Wie wird man zu einer Gräfin? Und ja, was machst du heutzutage? Ja, ich stelle mich noch einmal vor, ich bin Gräfin Paula von Portin. Ja. Ich bin vielleicht nicht die größte Drecksau, aber ich habe doch auch meine positiven Vorteile, möchte ich meinen. Ich komme aus Mecklenburg-Vorpommern, mein Reich, ey, das ist eigentlich überall, aber erstreckt sich von Warmüre circa 200 Kilometer im Umfang. Man kennt mich von der Bühne, man kennt mich, naja, auch vom, das darf ich ja gar nicht sagen, also man kennt mich einfach überall. Macht die Augen auf, das ist das Geheimnis. Einfach Augen aufmachen, am Tag nicht mit geschlossenen Augen umherrennen. Und was ich so mache, ja, ich bin ein bisschen hier im Krankenhaus tätig, als Krankenschwester. Und ja, und sonst mache ich Musik und Comedy. Kommt zu meiner Show! Ach nee, zu unserer Show vielleicht? Ja, die Gräfin Paula von Portin ist ja an einem Showprogramm dran, ja, und sagt, Mensch, ich brauche da jemanden, die das Programm... Ich bin doch ein bisschen behindert. Ich brauche Unterstützung. Du darfst es ruhig aussprechen, Schippi. Da mache ich kein Geheimnis raus. Ja, sie braucht einfach eine Drecksau für die Bühne. Ja. Und zu deiner Frage, wie ich zu Gräfin wurde. Ja, man wird als Gräfin geboren oder macht es so wie wir. Im Namen von Harald, das ist ein Typ, den ich bei einer Tanke kennengelernt habe, habe ich einfach die Macht an mich gerissen. Cherie, es ist wieder mit mir durchgegangen. Harald. Also der Harald war ein Graf. Nee, ein Typ von der Tanke. Ja, aber war da jetzt ein Graf und wie konntest du dir den Titel das ist an dich reißen? Das ist so wie mit der Politik. Man reißt es einfach die Macht an sich. Man reißt einfach die Macht an sich. Hm. Vorhin haben wir ja schon ein bisschen philosophiert, ne? Und da habe ich in der Gräfin erstmal erzählt, Mensch, ich habe auch überall meine Promi-Kontakte, zum Beispiel den Präsidenten von den USA, den Donald Trump, ja, dem ich verholfen hatte, Präsident von den Vereinigten Staaten zu werden durch meine Aktion Donald Trump Make America Great Again, habe ich mir extra den Slogan auf meinen Nacken tätowieren lassen. Ja, ich komme mal hierher, damit er das sieht. Oh. Ah. Nicht so viel trinken, Chérie, am Morgen. Ah, ich bin, glaube ich, jetzt gerade mit Hundekacke da in den Händen. Ja, ich bin das passiert halt, da kann man das sehen. Hier im Nacken habe ich es stehen. Donald Trump, Make America Great Again. Wenn ihr es nicht gesehen habt, auch nicht schlimm. Auf Facebook findet man sämtliche meiner Tattoos in Bilderform. Und es gibt sogar einen Song, den ich zu Ehren Donald Trumps rausgebracht habe. Ja? Donald Trump. Yes, you can make America great again. Ja, schaut's euch an, demnächst in einer neuen Version. Ja, vielleicht auch mit der Gräfin Paula von Portin. Das wird schön. Ja, traumhaft. Ja, wird traumhaft. Ich schwenke schon mal die Friedenspfeife. Ach ja, nee, die bist du jetzt schon nass von deinem Sekt da? Ich bin feucht. Zum Wohl. So. Zum Wohl. Sagt man auch zum Wohl und gibt einem nichts zum Anstoßen hier. Ich bin sehr selbstsüchtig. Das ist einer meiner positiven Eigenschaften. Ja. So, jetzt
Milz, Rotkäppchen Milz, ja, aus der DDR. Und ich bin ja auf der Also von der Mauer, auf der Mauer, auf der Lauer. Nicht vergessen, die darf niemals fehlen, nämlich wir sind hier in Berlin, also auch ein bisschen Berliner Luft. Eigentlich? Na, Berliner Luft. Ja, Berliner Luft, ist das irgendwie so Wodka? Nein, Berliner Luft ist Pfeffi. Was Pfeffi? Pfefferminz? Jo! Pfui Teufel! Also, Berlin wird mir immer unsympathischer, ja? Wenn ihr Scheiße erleben wollt, dann zieht nach Berlin, kommt nach Berlin, denn da gibt's Scheiße. Ja? Und Rosa Alexandra, die größte Drecksau im deutschsprachigen Europa. Und Prost. Nutella. Und vergesst nicht immer die Nutella. Ich spiele ja ein bisschen weniger mit Nutella um. Ich bin eher für Blumen und Garten und Bienchen und Blümchen. Darüber handeln eher meine Lieder. Deswegen brauche ich dich. Blümchen, Liebe. Ja, ja. Da fehlt noch so eine. Ja, die Liebe, die habe ich schon Jahre hinter mir. Ja. Ja, doch, die ist schon bei mir in der Wiege vorbeigelaufen. Ja, ich habe sie vorbeihuschen sehen. Ja. Ist halt leider so, was will man machen, ne? Meine eine muss sich ja mit dem zufrieden geben, was halt die Welt so übrig lässt. Donald Trump hat sich bis heute nicht bei mir gemeldet, ja? Es geht ihm so richtig am Arsch vorbei, was ich mache. Ja? Ich habe vorhin schon mal gesagt, beim Vorgespräch, hätte sie mich vorgeschlagen, ich hätte wenigstens diesen Kaugummi spendiert. Diesen Kaugummi hätte ich hier wenigstens spendiert. Ja. Aber da ich nicht auf dem Nacken stehe. Seht ihr, Polizeiwagen fährt auch noch vorbei. Nur den kleinen Finger. Ja, unglaublich manchmal. Na? Gut, da kommt gleich die Polizei, weil wir so schön sind und so schlau sind und rank und schlank. Ja, unglaublich. Also das ist schon wahnsinnig, was heutzutage hier abgeht. Na? Aber ich hoffe mal, dass wir nicht Ziel. Das Ding ist, aber ich höre ja schon die Polizeisirene um. Ja. Das liegt daran, wenn die größte Drecksau im deutschsprachigen Europa eingeladen wird von der Gräfin. Ja? Nur weil ich ein Kilo Gras dabei habe. Hey. Das war natürlich ein Scherz. Ich meine, hier, wir liegen auf der Wiese. Boah. Jetzt mal. Die Wiese. Ja, hier sind auch Steine. Ja. Und Steine. Ja, und Steine. Also. Und Steine. Na, jetzt fahren die da hinten rum, die umkreisen uns. Ja? Ich habe natürlich angeordnet, dass wir heute nicht gestört werden. Das war ein Befehl und denkst du, jemand würde sich dem widersetzen? Ja, komm. Ja? Donald Trump, der zieht überall die Fäden und nicht bloß er, auch Erdogan. Ja? Habe ich einen Song gemacht über Erdogan. Ja? Da habe ich gesagt, Mensch Erdogan, liebe mich, hol mich in dein Harems-Dings da rein. Ja? Sei mein Haremsmaster und... Nichts ist. Gar nichts. Er hat keine E-Mail geschrieben, er hat nicht angerufen. Ich habe ihn sogar eingeladen fürs Video. Ja, ich muss sagen, Höflichkeit war nie seine Stärke. Was ist das wieder? Ja, da ist noch ein Polizeiwagen, da fährt jetzt auch dran vorbei. Es ist unglaublich, ja, was hier so abgeht. Boah, da hinten hat sich die Polizei aufgestellt, jetzt steigen die aus. Ja. Heiliger Bimbam, habe ich dir schon gesagt, immer wenn ich im Park erscheine, kommt die Polizei. Warum bloß? Also ich weiß nicht, woran das liegt. Ja? Ziehe ich die Leute an? Ja? Also trotzdem werde ich es mir nicht nehmen lassen, weiter darüber zu reden, ja, was der Erdogan gemacht hat. Und wenn die Polizei noch so hinten dran ist. Wir lassen uns nicht unterdrücken. Ja, ja. Freie Meinungsäußerung, ganz genau. Auch für die Gräfin Turn the wall down. Alexandra. Ja. Also, ja. Wir geben euch auch eine Nutella-Stulle, wenn ihr lieb seid. Was sagen wir, das ist noch ein Polizeiwagen. Mensch, du bist einfach zu ängstlich, das liegt daran, das ist meine... Und ich muss ja auch wieder nach Hause kommen. Blaulicht, sag mal, was ist denn hier los? Ja? Das sind meine Bodyguards, sie fahren mich nachher nach Hause. Also, da denkst du, ich gehe wie ihr Bürgerlichen, irgendwie mit der Bahn oder sonst was. Ich glaub, also, unglaublich, ja. Außerdem, schaut mal bitte, ich habe heute hier um meinen Hals ein kleines Glöckchen, das ist meine An... Das ist meine Anti-Ärgerungs-Glöckchen. Hat mein Kater auch gehabt, ne? Ja, habe ich ihm dann irgendwann entfernt, weil ich bin ja Tierfreund. Ja, ist so. Ja. Und ich habe einen Hund und den habe ich mitgebracht und die beide in einen Raum gesperrt. Na, ich muss erst etwas für den Tierschutz tun.
unglaublich, ja, was hier alles zutage kommt, wenn die Polizei um die Ecke ist. Ja, ja. Also, Gräfin Paula von Portin, ja. Du schreibst ja auch Songs. Ja. Ja. Willst du uns nicht mal einen Song hier vortragen? Ich habe extra meine Klampfe mitgebracht aus Mecklenburg-Vorpommern. Ich habe ein Lied. So sieht's ja aus. Ne? Ich habe ein Lied komponiert, das heißt Blumenfeld. Moment, Blumenfeld. Mecklenburg-Vorpommern, da kommt doch auch die Merkel her, oder? Ja, aus Brandenburg in der Nähe. Ja. Hm. Also, das ist eine Freundin von mir. Ja. Wir haben auch die gleiche Schönheit und den gleichen Friseur. Ja, ja, das ist ohne Zweifel gleich feststellbar gewesen. Ne? Aber jetzt der Song, der Wiesensong. Blumenfeld, oh, ist das schön. Endlich hast du mich gebucht, lass uns weggehen. Ein ganz romantischer Abend zu zweit. Und ich in mein schönstes Kleid. Ganz allein. Och, aber zu mir können wir wirklich nicht mehr gehen. Darfst das wirklich nicht falsch verstehen. Wo gehen wir hin? Wo ist eine ganze Kohle hin? Richtig bin. Das kann doch nicht dein Ernst sein. Das wird doch wirklich nicht wahr sein. Du willst dein Geld zurück. Mensch, glaubst, ich bin verrückt. Nein und nein. Uns fällt schon irgendwas ein. Lass uns doch im Hotel. Och, du armer Schlucker, nein. Ich wusste es doch, naja. Jetzt sind wir schon mal hier, trinken Schnäpschen und ein Bier. Aber dann, er ist wunderschön, wisst ihr wissen, nicht wahr? Komm, leg dich mit ins Blumenfeld. Das ist doch gar nicht teuer. Was kostet schon die Welt? Komm, leg dich mit ins Blumenfeld. Das ist auch gar nicht teuer. Was kostet schon die Welt? Das kann doch wirklich nicht wahr sein. Das haben andere schon viel besser gemacht. Doch ich würde sagen, dies ist die Stunde. Ein Tag, wenn du zahlst, doch gerne eine Nacht. Komm, leg dich mit ins Blumenfeld. Das ist auch gar nicht teuer. Was kostet schon die Welt? Komm, leg dich mit ins Blumenfeld. Das ist doch gar nicht teuer. Was kostet schon die Welt? Das kann doch wirklich nicht wahr sein. Das haben andere schon viel besser gemacht. Doch ich würde sagen, dies ist die Stunde, ein Tag, wenn du willst, auch gerne eine Nacht. La 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 la. La 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 la. La 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 la. La 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 la. Traumhaft schön. Oh, also es war ein schöner Song, wirklich ein fantastischer Song, ja. Er ist auch von mir, von Gräfin Paula von Portin. Ja. Schreibt es euch auf. Ja, schreibt es euch auf. Ahat, Stein, Schalosch. Das sind ja nicht bei Uri Geller, ja, in seiner Mystery-Show, und wir verbiegen auch keine Löffel oder Gabeln, sowas haben wir nämlich gar nicht, wie ihr gesehen habt, ne, beim Nutella-Essen. Ja, völlig unnütz, das muss man nämlich abwaschen. Ach so? Ja, ja, deswegen, ja. Ach, Hartstein, Schalosch. Unglaublich. Ich habe mir auch überlegt, ihr könnt uns buchen. Zum Beispiel, bucht uns doch einfach. Wir kommen zu Hochzeiten, Geburtstagen, Beerdigungen. Ja, und trinken euren Shampoos. Die passen eigentlich überall. Und euer Schnittchen. Und eure Nutella. Und eure Nutella, ja. Ich habe jetzt in Ich habe jetzt in Amazon gesehen, es gibt sogar richtige Schlösser für Nutella-Gläser, damit das nicht Sicherheitsschlösser. Ja, damit das nicht immer ausgelöffelt wird von diesen frechen, wie nennen sich diese Dinger nochmal, Kinder.
Hier gibt es ja auch Kinderschokolade. Ja, ja, mit also, ganz viel gesunder Milch, ja, und ganz viel für gesunde... Für uns die Nutella, für Kinder die Kinderschokolade. Denkt daran, ja. Ja. Als Kind hat mir übrigens die Nutella nie geschmeckt. Nee? Nein, nein. Dann habe ich sie zum ersten Mal bekommen zum Essen. Ja, deswegen bist du auch so dünn hier. Das sind richtige Nutella-Arme und Beine. Ja, Nutella ist, hat mich zu dem gemacht, was ich heute ich bin. Ich habe gezweifelt, Rosa. Nee, aber eigentlich ist die, ist, war das die Toblerone. Ich habe gezweifelt, Rosa, aber wie du riechst. Aber sie riecht nach Nutella. Definitiv nach Nutella. Und ein bisschen nach Wurst und Käse. Und der Rest davon ist die... Rede ich mal nicht darüber. Ja. Ja, ich habe ja auch überlegt, was machen wir hier für ein schönes Video? Und habe überlegt, wir chillen einfach mal. Wir machen uns eine schöne Zeit. Und deswegen habe ich dir auch ein bisschen was Süßes mitgebracht, wenn du willst. Und ich möchte es einfach nochmal zeigen. Ich kenne ja die Probleme deiner Schönheit und habe gleich hier die verschiedensten Zähne mitgebracht. Ja, das muss man mal ein bisschen näher zeigen, weil das sieht ja keiner. Die sehen wirklich Das sind so ganz kleine Zähnchen. Mhm. Ja, die sind gemacht eigentlich, da weiß ich nicht, für so Puppen. Ne? Kennt ihr ja auch alle da von Barbie und so. So typische Barbie-Zähne wie hier. Ja, wie sieht's da aus? Ja? Das wurde extra von... Das, sieht gut aus, ne? Sieht gut aus. Also da fehlen vorne auch die Zähne, ja, also passend für die unteren. Guck mal. Ja? So, ja, die, da füllen sich die Lücken auf. Ja? Ja, die sehen dann unten und auch. Ja. Ja, furchtbar. So. Mir tut aber schon der ganze Gaumen weh von so einem Mist. Ne? Also. Aber die finde ich hier gut. Also wenn man wirklich mal Besuch bekommt und das heißt Fototag. Solche habe ich zu Hause auch für unten, ja. Ja, da sehe ich aus wie Jerry Lewis. Und kriege aber den Mund nicht mehr auf und zu. Ich habe das Problem mit dem Essen. Ja. Rosa, ich wusste ja nicht, wie es aussieht, aber hast du Lust mit mir eine Zigarre zu rauchen? Das ist eine Edelpetedel-Egel-Zigarre. Eine E-Zigarre. Eine E-Zigarre, da muss man aufpassen, ja. Passt auf vor diesen elektronischen Zigarren da, die jeder versucht euch anzudrehen. Ja, die sind gefährlich. Die sind gefährlich, die Kinder, sind gefährlich. Raucht nicht. Ja. Rauchen ist auch völlig ungesund. Davon habt ihr zwar nichts, aber ich lasse mir gerne die Füße massieren. Also ich rauche ja normalerweise auch.